Das Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Wir sind jetzt hier wieder im Heidis Zauberpark beim Okidok Medienfestival, das zweite Nomadenmonmartre. Und wir haben als nächsten Gastredner hier die Jutta Belle. Und Jutta Belle erzählt uns, was die Selbstliebe ist, dein größtes Geschenk. Und was ist Selbstliebe? Eigenliebe? Fremdliebe? Sage ich einfach mal dazu. Und ich übergebe jetzt einfach mal das Mikrofon. Jutta, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier in Wien bin. Lange Zeit ist vergangen. Und heute haben wir doch einen ganz schönen Tag erwischt. Sonne, es ist warm. Und trotz allem freue ich mich, dass hier sich Besuche eingefunden haben und dass wir gemeinsam eine Stunde hier verbringen können, miteinander und in dem Wissen, dass uns Liebe bindet. Der Titel dieses Tages heißt Selbstliebe ist dein höchstes oder dein größtes Geschenk. Und das ist die Wahrheit. Wir wissen natürlich nicht unbedingt damit etwas anzufangen. Das ist richtig, weil man uns im Laufe der Zeit sehr stark entwöhnt hat, um mit uns in Bezug zu gehen, um mit uns in der Einheit des Selbstausdrucks hier präsent zu sein. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und wir müssen neu oder wieder neu lernen, mit uns in Kontakt zu kommen. Und das Wesentliche dieses Kontaktes ist, dass ich bereit bin, für mich und meinen Seinsaspekt zu sorgen. Das heißt, dass ich mich leben und ausdrücken kann. Und zwar genauso, wie ich bin. Und nicht, wie man mich machen möchte oder wie man mich machen wollte oder wie es unser Umfeld mit uns vorhat. Die Manipulationen, die wir im Laufe der Jahre ertragen haben, haben ihre Spuren in uns hinterlassen und auch in unserer Art des Handelns und Denkens. Und unser alltägliches Leben ist mit diesen Manipulationen angefüllt. Das heißt, wir müssen erstmal wieder für uns erkennen, dass wir überhaupt einzigartig sind, dass wir eine Wesenheit sind, die hier in dieses Sein getreten ist, um etwas ausdrücken zu können, was wirklich zu einem selbst passt. Das, was einen ausmacht, diese Charakteristik, die nur der Einzelne von uns in sich trägt. Und das ist für uns abhandengekommen in den letzten Jahren. Und ich weiß, dass es für viele sehr schwierig ist, dieses wieder für sich selbst zu bestimmen, um zu sagen und ganz klar auszudrücken, das, was ich mir wünsche zu leben, ist eigentlich das, was ich wirklich bin. Und jetzt müssen wir erkennen, was sind wir eigentlich? Was bin ich eigentlich von Natur aus? Was gefällt mir eigentlich? Was schmeckt mir? Was gefällt mir? Was denke ich wirklich? Und nicht, wie ist mein Denken jetzt in dieser Zeit stark manipuliert worden von denen, die hier herrschen, sondern ich muss jetzt für mich selbst finden, was ist mein eigener Aspekt, mein eigener Ausdruck. Und darum geht es für mich hier in diesem Sein. Und das kann ich nur erreichen, indem ich mich kontrolliere und indem ich mich ständig vergegenwärtige, was will ich eigentlich, was will ich in meinem Alltag leben, was wünsche ich mir überhaupt zu leben und was lebe ich in der Wahrheit. Wie hat man mich wohin gebracht? Wie hat man mich inzwischen manipuliert, dass ich etwas so Abartiges zu meinem Seinsaspekt gebe und ausdrücke und ich merke, ich werde vielleicht krank dabei. Und ich merke, ich bin nicht zufrieden und ich bin nicht glücklich. Und ich weiß überhaupt nicht, was ist denn überhaupt noch in meinem Leben in Harmonie und ein Selbstausdruck. Das sind wesentliche Punkte, die ich erstmal für mich klären muss, indem ich mir zuschaue und indem ich mir bewusst werde,
was ist mein Geschmack, was fühle ich, wie sehe ich eigentlich aus, was ist meine Grundbedingung dafür, dass ich einen Tag in Harmonie mit mir selbst leben kann. Und ich weiß nicht, wie weit man dazu bereit ist, das zu tun. Ich habe in der Vergangenheit festgestellt, indem ich für mich ganz klar erkannt habe, das, was mich hierher geführt hat, will ich leben und will ich ausdrücken und nichts anderes. Und dieser Wendepunkt damals in meinem Leben, es ist viele Jahre her, hat mich dazu gebracht, mich zu beobachten. Das heißt, den ganzen Tag über habe ich Augenmerk auf mich gelegt, indem dass ich mir angeschaut habe, was passt zu mir, was ist das wirklich, was ich in diesem Augenblick denke, wie denke ich darüber, wenn die anderen Menschen so und so handeln und so reagieren. Und ich habe mir natürlich, weil ich auch aus der Werbung komme, viel die Werbung angeguckt, viel die Filme, die sie uns zeigen. Und dann kann man sehr gut sehen, wo man uns hinbringen will. Was man eigentlich aus uns machen möchte oder was man sich wünscht, wie wir denken und wie wir handeln sollen und wie wir eben in die Allgemeinheit eingebunden werden können. Ich habe bemerkt, dass alles, was man hier im Irdischen realisieren will, dass man uns dazu braucht. Es sind vielleicht ein paar Leute, die die ganze Menschheit kontrollieren und die etwas manifestieren. Aber was brauchen Sie dazu? Unsere Meinung. Und was brauchen Sie dazu? Eine ganze Menschheit, die irgendeiner Sache folgt, und zwar bedingungslos. Und deswegen bedingungslos, damit die Menschheit das realisiert, was Sie sich ausgedacht haben. Das ist die Menschheit, Entschuldigung, das ist immer so, wie Sie sagen, schlecht. Nein, das ist es nicht. Das, nicht denken. Ich würde sagen, nein, ich denke ganz einfach, dass Sie eigentlich uns eine gewisse Wertigkeit geben. Sie selbst haben nicht die Kraft, das zu manifestieren. Dazu brauchen Sie nämlich uns. Unsere Wertigkeit, unsere Kräfte. Und? Entschuldigen, wenn ich da kein Wort sage, aber manifestieren und die Menschen und alles ist das so schön reden. Also, nein, das, ich will nicht schönreden, ich will nur sagen, was ist. Und dass wir so manipuliert sind und vielleicht nicht mehr so einzigartig reagieren, liegt einfach an diesen starken Manipulationen, denen wir unterworfen sind. Und wo wir erkennen müssen und die anderen auch erkennen müssen, was gehört zu dir? Ist das wirklich so, das, was man dir erzählt und dass du dahinter stehen musst? Und ich denke gerade daran, wie stark in der Politik manipuliert wird. Und wenn wir das Geldthema nehmen oder all diese ganzen Dinge, sie brauchen die Menschheit dazu, um es realisieren zu können. Sie brauchen die Masse dazu und das ist einfach ein Fakt. Sie können es nicht ohne uns, uns realisieren. Der Fakt ist wieder was anderes. Sie tun das wirklich sehr, sehr schön vorbringen, aber das Fakt ist anders. Wir können dann am Ende vielleicht doch mal, das, wenn ich da zu Ende gesprochen habe. Ja? Es ist einfach so, dass wir sehr starke Wesenheiten sind, die hier in diesem Sein agieren, aber wir nicht mehr unsere Kraft und unser Potenzial kennen. Und dass wir sehr abhängig geworden sind, dass wir stark in der Minderwertigkeit sind, dass wir ganz stark vor allen Dingen in vielerlei Geschichten stecken geblieben sind, und zwar den Erziehungsmethoden oder alles, was dazugehört, um einen Menschen zu bilden und um einen Menschen, möchte ich mal sagen, stabil zu machen, geradlinig zu machen und anzupassen. Das sind alles Worte. Sie reden jetzt darüber, aber wie macht man Menschen stabil? Und ja, da rede ich ja auch noch von. Und dieses Anpassen, einen Menschen anpassen wollen,
ist einfach so, dass wir zu dem Status, den man hier aufgerichtet hat, angepasst werden sollen. Und das ist aber nicht die Individualität, die uns ausdrückt. Die Individualität kannst du nur selbst über das, was du selbst denkst und wie du selbst handelst, erfahren. Deine Wesenheit ist einfach so geprägt, dass du hier in dieses Sein gekommen bist, um etwas von deinem Selbstausdruck hier zu manifestieren. Und da muss man erstmal hinkommen. Und das kann man nur, indem man sich beobachtet. Sie sprechen immer von Manifestieren. Das kann man nicht. Was soll man manifestieren? Sie sollen sich manifestieren, das heißt ausdrücken und das leben, was sie selbst sind. Das kann ich, ja. Das kann ich. Das sollte man. Das kann ich. Genau. Und jede Art von uns, die nicht unserem Seinsaspekt entsprechend ist, ist eine Fälschung unseres Selbstes. Es ist eine wahre... Bitte? Ich wollte fragen, weil es ist interessant. Wir machen hinterher auch noch, dass Sie fragen können. Aber es ist sehr interessant und ja, nicht böse, wenn ich mich frage, ob oder irgendwas. Ja, ich möchte da auch wieder ansetzen. Also, dass wir das ausdrücken, was wir selbst sind. Unsere Kraft und unser kraftvolles Potenzial, was in uns ist. Und unsere Wesenheit ist etwas, was wir neu entdecken müssen, weil es so abhanden gekommen ist im Laufe der Zeit. Und zwar, dass unsere ganzen Kräfte wirklich unterdrückt werden. Das heißt, unsere wahren Kräfte, die in uns sind und die wir wieder entdecken müssen, dass wir die wieder nach außen bringen müssen. Wir müssen unseren Seinsaspekt in der Kraft, wie er auch von denjenigen, die hier herrschen, missbraucht wird, müssen wir für uns wieder entdecken. Das heißt, wenn wir in der Allgemeinheit Sünder sind, ewige Sünder sind, dann ist es so, wenn ich mich als Sünder erkenne, dass ich ja immer Fehlurteile habe, fehlgeleitet werde. Und wenn das ist, weiß ich ganz genau, dass ich wieder sühnen muss in der Beziehung. Das ist sehr religiös, oder? Ja. Ich sage nur das Prinzip. Es ist ein Prinzip. Es ist ein. Liebe Frau, darf ich einmal zu Ende sprechen? Ich kann einfach nicht zu Ende sprechen, weil das ist einfach ein Satz, der noch zu Ende geführt werden muss. Ne? Also, ganz kurz, es wäre ganz wichtig, wenn man nach dem Vortrag machen wir eine Fragerunde. Bitte das zu respektieren, damit die Unterhaltung rauskommt. Danke. Dieses Prinzip wird von unserer Politik und wird von unseren Gesetzen benutzt. Und das heißt, wenn Sie die Straße lang fahren und Sie sind 2-3 Stundenkilometer zu viel gefahren, dann, und Sie werden entdeckt dabei, dann kriegen Sie die Bestrafung. Und Sie haben dann die Möglichkeit, das zu sühnen, indem Sie das bezahlen, damit Sie wieder frei sind. Das ist etwas, was hier in den Gesetzen überall benutzt wird. Und das heißt von der Politik, auch hier von der Gesellschaftsform und immer und überall. Diese steckt in der ganzen Kultur drin und in unserem ganzen System. So, und da wir jetzt diese ganze
Manipulation schon in uns tragen. Das heißt, in unserer kleinsten Zelle kann man es auch leicht weiter benutzen und leicht weiter manipulieren. Das heißt, wir wollen ja Recht tun. Wir wollen rechtes Denken, wir wollen Recht handeln und wir wollen überall halt in unserer Gesellschaft nett sein, anerkannt werden und geliebt werden. Und dazu brauchen wir natürlich im Außen diejenigen, die uns, ich möchte mal sagen, in der Meinung unterstützen. Das heißt, sie sollen den richtigen Eindruck von uns haben. Und dann wird natürlich eine Scheinwelt aufgebaut und damit werden wir ständig konfrontiert im Außen, in der Politik, im Film, Fernsehen und in der Werbung und mit all dem, was ist. Es werden Idole aufgebaut und Bilder erschaffen von Menschen, die sehr gut und die sehr geradlinig erscheinen. Und dazu wird ein Image aufgebaut im Außen, was dem Ganzen standhalten soll. Es ist eine Scheinwelt. Eine Scheinwelt, der wir folgen, eine Scheinwelt, die sich im Außen aufgebaut hat und die aufgebaut wurde für uns, um die vielen Menschen, die hier auf der Erde sind, so lenken und leiten zu können, wie diejenigen paar, die hier die Oberleitung haben auf der Erde, es für sich und ihren Selbstausdruck und das, was sie erschaffen wollen, nutzen. Und das ist erstmal oberflächlich gesehen die Wahrheit. Und was sollen wir jetzt darin? Wir sollen uns erkennen. A, wie wir benutzt werden, wie wir manipuliert werden. Und wir müssen uns erstmal erkennen, dass wir ganz genau wissen, wer und was wir sind. Es macht keinen Zweck, sich darüber aufzuregen, was der andere sagt oder was der andere macht oder wie er das macht und wie er das klarstellt. Es geht einfach darum und ganz klar, wie denke ich, wie handle ich, welche Gedankenwelt habe ich und was ist mein Anteil dabei, dass sowas in dieser Welt überhaupt kreiert werden kann. Und wenn ich da angekommen bin, dann kommen die anderen Punkte, die sagen, ja, was will ich überhaupt? Wieso lasse ich mich benutzen? Und wie weit kann ich dem ausweichen, um das zu manifestieren, was ich wirklich bin? Diese Selbsterkenntnis ist das Wichtigste oder die wichtigste Eigenschaft, die ich für mich brauche, um hier in diesem Sein auch leben zu können. Ich habe x-mal hingeguckt und habe gesehen, wie die Gesetze gemacht werden und wie, wenn neue Gesetze gemacht werden, die auch gleichzeitig so gemacht werden, dass man da wieder so einen kleinen Schleichwinkel hat, um etwas entgehen zu können. Für diejenigen, die die Gesetze machen, natürlich. Ich habe gelernt, dass ich mir vorstelle, hier in diesem Sein, dass es ein Riesenlabyrinth ist und dass ich mich hindurch labyrinthieren muss in meinem täglichen Sein, damit ich das manifestieren kann, was ich bin. Damit ich das ausdrücken kann, was ich bin. Und ein ganz wichtiger Punkt ist da drin, dass wir oder ganz die Masse der Menschheit in Minderwertigkeitsgefühlen verstrickt ist, weil sie nicht mehr sich erkennen können. Wieso spüre ich Neid? Wieso spüre ich Hass? Wieso habe ich einen Widerwillen gegen was, was mich anbelangt? Warum erscheine ich in der Hinsicht so schamhaft, wenn einer mich mal lobt oder wenn einer sagt, Mensch, das hast du gut gemacht? Warum ist das für die Masse ein wenig, möchte ich mal sagen, unschicklich schon anzusehen? Das ist ganz einfach, weil man mich in den vergangenen Jahren so dressiert hat, dass ich in der unteren Schicht keine Ansprüche zu stellen habe, einfach das ausführende Organ ist und zwar so, dass ich das, was man von mir verlangt, so mache, wie es von einer Oberschicht gefordert wird. Und da bleibe ich natürlich auf der Strecke. Warum bleibe ich auf der Strecke? Weil die Mehrheit der Menschheit arbeiten tut, nur um zu überleben, nur um
das Überleben sichern zu können. Sie arbeiten und haben keine Zeit mehr für sich. Sie hinterfragen sich nicht mehr. Sie können sich gar nicht mehr fragen. Sie haben sich nicht die Arbeit gewählt, die sie erfüllt und die sie ausdrückt. Weil das Arbeiten einen Großteil des Lebens beansprucht, sollte es auch im Endeffekt nicht ausdrücken, mir Spaß machen. Ich sollte, wie die Italiener sagen, Passion haben für die Arbeit. Das heißt, ich sollte vollkommen eingebunden sein in dem, was ich mache, weil es mir Befriedigung gibt, weil es mich selbst befriedigt. Und es sollte schön sein für mich und nicht nur Belastung. Denn wenn ich irgendeine Arbeit mache, die nur nach dem Gehalt, möchte ich mal sagen, ausgerichtet ist, dann stresst es mich nach einer Weile und dann bringt es mir keine Erfüllung. 90% der Menschen. Und es ist einfach ein Fakt. Aber wir müssen da raus. Wir müssen da raus aus dieser Situation und müssen uns wieder selbst mehr erkennen und selbst leben. Und vor allen Dingen müssen wir das Gefühl für uns kriegen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Denn wenn wir nur noch in der Verplanung des ausnutzenden Systems sind, das heißt, dass es nur darum geht, dass wir hier nicht auf der krummen Haut liegen, sondern dass wir Geld einbringen und dass man uns dazu benutzt, irgendwelche Arbeiten zu machen den ganzen Tag, nur um zu überleben. Und dann werden wir krank davon, weil es keine Erfüllung gibt. Und am Ende wird das, was wir uns angeschafft haben, wieder uns abgenommen, indem wir unsere Krankheiten bezahlen müssen. Und wenn wir dann alt sind, dann rennen wir nur noch zum Arzt und haben nur noch Dauerpflege nötig. Und das letzte Geld wird uns auch abgenommen. So sieht es aus, wenn es ums Geld geht. Und richtig gesagt, aber ich sitze ein bisschen super da mit. Und es ist besonders wichtig, dass wir das für uns erkennen, dass wir nicht nur in diesen Dauerschleif kommen, dieses alles ausnutzenden Systems. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Potenzial endlich erkennen. Das wahre Potenzial, was in uns ist und was uns ausdrückt. Und wir müssen langsam für uns erkennen, dass wir wirklich einzigartig sind. Wir sind einzigartige Geschöpfe. Wir haben einen einzigartigen Ausdruck. Und die Sauerei ist das, dass man uns ständig klein macht und versucht, uns klein zu halten, mickrig zu halten, dass wir nicht aufkommen. Wir kriegen ständig einen auf den Deckel. Aber wenn Sie uns gerichtlich und strafrechtlich suchen, dann kommt unsere Einzigartigkeit zum Ausdruck. Ne? Wie komisch. Der Augenausdruck, der ist einzigartig, unsere Iris, der Fingerabdruck einzigartig, ne? Unsere Spuck einzigartig, unser Blut einzigartig, da gibt es keinen zweiten in der Welt. Und selbst unsere Stimme einzigartig, es gibt keine Kopie, es gibt nichts davon. Und dann kommt das zum Vorschein, aber nur wenn Sie uns suchen. Dann machen Sie es geltend. Also wenn Sie uns kriminelle Handlungen nachweisen können, dann wissen Sie ganz genau, wo Sie uns finden, wann Sie uns finden und was weiß ich nicht alles, weil wir einzigartig in unserem Ausdruck sind. Das ist das einzige Mal, wo es das Gesetz oder ein Staat vorsieht, das Einzige. Und für den Rest versucht man uns natürlich passend zu machen, anzupassen, geradlinig zu machen, damit man uns stapeln kann, damit man uns ausrichten kann. Und mehr ist nicht dahinter. Und zwar nur deswegen, damit sie uns benutzen können. Kein Staat kann irgendetwas, wenn wir jetzt den Staat nehmen oder wenn wir eine Masse nehmen, ist ganz egal, sagen wir jetzt Staat, kann irgendetwas wirklich ausrichten, wenn nicht die Masse dahinter steht. Wenn die Masse Nein sagen würde, können sie das einfach nicht. Dann müssen sie wieder einen Schleichweg anfangen zu beginnen und das von hinterrücks und so langsam, dass sich wieder einschleicht und bis das wieder ist, braucht das Jahre, das geht nicht sofort. Aber jetzt hat man es jahrelang mit uns gemacht und wir sind darauf ausgerichtet und sind daran gewöhnt, dass man es so tut. Ne?
Es erinnert mich immer an diese Geschichte mit dem Frosch, den man erst ins kalte Wasser tut und dann wärmt man das Wasser an und irgendwann ist es so heiß, dass er rausspringen kann. Das ist das, was man mit uns gemacht hat. Ich hoffe, dass wir noch rausspringen. Also davon ganz abgesehen. Es ist zwar schon recht heiß, aber ich rechne immer noch damit, dass wir da rausspringen. Aber dazu gehört natürlich die Selbsterkenntnis. Und die Selbsterkenntnis beginnt damit, dass ich weiß, ich bin hier stark manipuliert worden. Ich bin hier in dieses Sein gekommen, um das zu leben, was ich eigentlich bin. Und dann muss ich mir zuschauen, was ich eigentlich bin. Ich muss meine Wertigkeit finden. Ich muss meinen Selbstwert finden. Und es kann nicht sein, dass ich einmal für die Allgemeinheit nichts wert bin und dass ich also null und nichtig gemacht werden soll, von Verwaltung und von was weiß ich nicht allem. Und dann umgekehrt brauchen sie aber diese widerwärtige, niedrige Masse dazu, um etwas manifestieren zu können, um etwas durchbringen zu können. Und dieses geht meistens über die Ethik und über die Moral und über das emotionale Geschehen. Es wird immer unser Emotionales dabei benutzt. Das gibt es gar nicht, dass es ohne emotionale Geschichten zu manifestieren geht. Das Emotionale im Menschen und der Menschheit muss stark angegriffen werden, damit eine Masse in Wallung kommt, damit sie reagiert. Und dazu gehören die falschen Idole, dazu gehört die falsche Ausrichtung, die falsche Moral, mit der man uns manipuliert hat. Und wenn ich daran denke, ich habe viele Menschen kennengelernt in meinem Leben, dass ich Menschen, die also als wirklich sehr gut, hilfreich und was weiß ich, präsentiert worden sind. Und wenn ich mir das angeguckt habe, habe ich gesehen, dass es nur im Außen war. Ein Schein aufgebaut. Und wenn man dran leicht gekratzt hat, dann konnte man sehen, dass außer eine äußere Etikette nichts vorhanden war. Und wenn jemand mit jemand redet oder mit der Allgemeinheit redet und die ganze Zeit etwas von der Allgemeinheit verlangt, was man selbst nicht denkt und was man auch gar nicht bereit ist, selbst zu leben, aber von den anderen verlangt, weil die das kreieren müssen, was ich gerne möchte, dann ist natürlich auch eins wichtig, man muss die Menschen dazu ködern. Und dann muss etwas ihnen zur Verfügung stellen, woran sie sich festhalten, um das Ganze durchziehen zu können. Und das ist immer dieser moralische Aspekt, mit dem die Leute beurteilt und verurteilt werden, indem man, ich sage immer, die Moralkeule, die über die Menschheit geschwungen wird, damit man etwas manifestieren kann. Eine Moral, die diejenigen überhaupt nicht besitzen, aber die sie in der Masse eingepflanzt haben und die sie in dieser Welt so manifestiert haben, dass es uns noch nicht mal auffällt, dass es so ist. Und das ist die Wahrheit. Und wie konnte das passieren? Es konnte ganz einfach passieren, weil es ja schon seit Jahrtausenden angestrebt worden ist. Seit Jahrtausenden wird daran gearbeitet. Und das geht also nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, dass man von eben auf jetzt das Ganze umschalten kann. Warum nicht? Weil die Menschheit im Grunde genommen oder das Wesen eine starke Persönlichkeit hat. Um diese starke Persönlichkeit geht es, weil die sind sie ja dabei, umzulenken und zu missbrauchen für das, was sie möchten. Sie möchten die Schöpferkraft der Menschheit, um etwas zu realisieren, was sie möchten, aber was uns gar nicht gut tut. Was uns unsere Kräfte beraubt, aber vor allen Dingen unserer Individualität. Und wenn wir uns jetzt uns zuschauen und anschauen, dass wir so wenig Achtung vor uns haben, so wenig Respekt, weil wir uns nicht mehr erkennen oder weil wir nicht mehr wissen, wer wir sind,
dann bedeutet das, dass dort von den Manipulationen etwas gewirkt hat. Was führt zu mir? Der Respekt für mich und meine Wesenheit. Was fördert mich? Erstmal der Respekt und die Anerkennung meiner Individualität und meiner Seinskraft. Was muss dringend nötig sein in meinem Leben, damit etwas sich verändern kann? Ich muss die Verantwortung für mich und meine Lebenseinheit übernehmen. Für mich, meiner Wesenheit, muss ich die Selbstverantwortung übernehmen und diese Selbstverantwortung tragen wollen. Das heißt, wir müssen aufhören, denn diese Manipulationen sind ja immer schon gemacht worden, aber jetzt natürlich in jeder Fernsehshow und überall zu sehen, du bist schuld, der ist schuld und das ist schuld und ich habe überhaupt nicht, ja, aber der hat das, dann kann ich das weiterleiten und so weiter. Das muss aufhören. Das ist einfach ein Betrug, ein riesiger Betrug, den man mit uns veranstaltet. Denn jeder ist für sich und sein Leben selbstverantwortlich. Und wenn jeder in der Selbstverantwortung ist mit sich selbst, dann brauchen wir keine Regierung, die uns Ordern geben und die sagen, ihr müsst das machen oder ihr müsst das machen. Wenn ich die Selbstverantwortung für mich und mein Leben trage, weiß ich ganz genau, was ich für mich tun kann, was mir gut tut und was unserem Umfeld gut tut. Und dann brauchen wir nicht einen riesen Ordnungsapparat, der uns sagt, rechts lang, links lang, geradeaus und da nichts hin tun und dies und das. Das dient nur den anderen. Ein Riesenapparat, der viel kostet und nichts bringt. Denn im Grunde genommen habe ich vor vielen Jahren erfahren, und zwar ging es damals darum, dass man die Arzneimittel und die Naturheilmittelgesetze anfing, so zu manifestieren, so auszudrücken, dass halt etwas angeblich gesichert sein sollte. Meine Erkenntnis daraus ist, man macht die Gesetze, um dem Kleinen diese vorlegen zu können, damit er nicht dagegen angeht und damit sie machen können, was sie wollen. Nämlich sie halten mir das Gesetz vor, das ist das Lebensmittelgesetz, nach diesen Richtlinien arbeiten wir oder das Naturheilmittelgesetz, das sind die Richtlinien und der Rest zählt nicht. Im Laufe der Jahre hat man so viele Produkte vom Markt genommen, das heißt hilfreiche Produkte für uns und unseren Körper und unsere Physis, dass einem schlecht wird. Es wird einem wirklich schlecht. Ganz simple Mittel, die immer da waren und die uns gut taten, wurden vom Markt gezogen und andere krankmachende Produkte aus der Arzneimittelindustrie werden auf den Markt geworfen. Und wenn ich jetzt wissen will, woran ich krank werden soll, dann brauche ich mir nur die Nebenwirkung anzugucken. Und ich selbst habe es erfahren. Ich bin mit einer Sache ins Krankenhaus gekommen und mit dreien bin ich rausgekommen. Und zwar am selben Teil, am selben Organ. Und ich finde es einfach nicht mehr in Ordnung, wenn dann ein Arzt sagt, ja, also was soll das, wenn ich mich dann erstmal das eine kurieren musste, dann noch zwei andere Krankheiten, die ich an diesem Organ jetzt zusätzlich hatte, kurieren muss. Und die konnte ich nur kurieren, weil es noch auf dem Markt etwas gab in der Homöopathie, was man jetzt auch weggenommen hat, war es möglich, dass ich diese Krankheit dann nochmal ausheilen konnte. Das Produkt gibt es nicht mehr, ich will keine Reklame machen und sagen, aber diese Firma konnte nicht mehr bestehen. Und wissen Sie, warum die nicht mehr bestehen konnte? Ganz einfach darum, weil wenn Sie jetzt das so machen wollten, dass es anerkannt werden sollte, brauchten die 300.000, um das eine Produkt durchlaufen zu lassen mit den ganzen Sachen und Untersuchungen und den Tests und all dem, was dafür erforderlich war. Und so schalten sie nach und nach den anderen aus, reden viel dummes Zeug teilweise zu den Naturheilmitteln und unseren Kräutern, was nicht wahr ist, ganz einfach, weil wir nicht mehr unbedingt gesunden sollen. Weil im Grunde genommen es eine Verletzung der jetzigen Stabilität ist, wenn wir gesunden. Das System braucht die Krankheit wie ein Geschäft
Und es ist einfach ein Geschäft, krank zu sein. Und alt zu sein ist ein Geschäft inzwischen. Das heißt, die Leute werden gebraucht, um irgendwelche Taschen zu füllen. Man wird bis zum Letzten ausgelaugt und ausgenommen. Finanziell und körperlich natürlich auch, weil das über unsere Kräfte geht. Und wie komme ich dahin, dass das nicht passiert, dass ich wieder zu mir komme, um die Liebe, den Liebesaspekt zu mir gewinne, indem ich mir wirklich anschaue und sage, was brauche ich denn nun? Was habe ich denn für ein Gefühl in dieser Sache? Wo sind denn meine Sensoren? Wir sind voll mit Sensoren für Gefühl, Aufmerksamkeit, das Organ Angst, was in unseren Nebennieren wohnt oder sitzt, dass wir wirklich vielleicht fortlaufen, wenn irgendetwas geschieht. Aber es ist im Augenblick so stark manipuliert, weil wir in einer Überangst leben, keine Rente, kein Geld, kein, was weiß ich, vielleicht ein Krieg. Vielleicht, vielleicht dies, vielleicht das, es ist vollkommen egal. Aber unsere Angst ist inzwischen überstrapaziert worden. Und was macht es, wenn die Menschheit Angst hat? Das geht in unsere Leber. Wenn ich jetzt unsere Leber angucke, mal zum Beispiel, dann weiß ich, dass wir über 80 oder fast 90% inzwischen Fettlebern haben. Wieso kommen wir an Fettleber? Fettleber war die Vorstufe die Krankheit. Leberzirrhose. Entschuldigung, ja. Das war die Vorstufe da von der Leberzirrhose. Das hatten normalerweise Alkoholiker mal früher, ne? Und jetzt haben wir das. Ja, gucken wir uns die Nahrungsmittel an, mit denen wir uns umgehen und dann mal den ganzen Stress, den wir tagtäglich ausgesetzt sind. Das macht das. Aber wer redet denn da eigentlich davon in der Medizin inzwischen, dass allgemeiner Fettleber nahe. Und noch nicht mal, weil sie dick sind, sondern weil sie überstrapaziert sind, zum Beispiel. Und wenn ich überstrapaziert bin, dann heißt, dann bin ich auf jeden Fall immer in einer Stresssituation in meinem Lebensalltag und ich bin eigentlich nicht richtig mit mir in Kontakt und ich mag mich nicht gerne, weil die Leber eigentlich das andere zeigt. Neid, Hass, aber vor allen Dingen auch Angst und Ungemach. Sorgen, große Sorgen sitzen auch in der Leber. Und wenn ich Angst habe, mich auszudrücken oder mich leben zu können, das sitzt auch in der Leber. Aber vor allen Dingen der große, große Stress, mit dem wir wirklich überlagert werden. Und es ist alles überdreht und überspannt. Das müssen wir erkennen und müssen rauskommen. Wir müssen wieder zu uns finden und wir müssen unsere Sensoren, unsere emotionalen Sensoren, die wir haben und all unser Taktgefühl und all das, was wirklich uns ausmacht, wieder in Gang setzen. Wir müssen wieder feiner hören. Wir müssen besser sehen, was ist. Denn durch die große Manipulation, die wir erfahren, diese ganzen Bilder, die ständig auf uns einprallen, sind einfach unsere Sensoren überstrapaziert und wir können da bald gar nicht mehr hingucken. Das ist der Grund, warum wir vieles nicht mehr wahrnehmen und nicht sehen können. Und das müssen wir wieder lernen. Es ist lebensnotwendig, dass wir das lernen. Es ist lebensnotwendig für uns selbst, dass wir uns wieder vertrauen, dass wir Vertrauen haben in unsere Sensoren. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Person ist negativ und die wirklich negativ, dann sollte ich dem Gefühl nachgehen und hören. Und ich sollte wirklich mir wieder Glauben schenken und mir vertrauen. Mich in meiner Seinskraft unterstützen.
Das Vertrauen ist sehr stark strapaziert worden bei uns. Und wir sollen ja Vertrauen in die Kirche, in den nächsten Präsidenten haben, in dem, der da vorne sitzt. Wir sollen ja allen trauen, ne? Und vertrauen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wir sollen nur uns selbst vertrauen. Denn wenn wir uns selbst vertrauen und uns wirklich trauen zu vertrauen, dann ist all das, was sie uns vormachen, Hokus Pokus, denn wir erkennen es und wir lassen uns nicht umkrempeln. Wir kommen dann immer mehr und mehr zu mir. Die Menschheit hat kein Vertrauen mehr zu sich, weil sie einfach gelernt haben, sie müssen den anderen vertrauen. Das stimmt nicht. Dem einzigen Menschen, dem du vertrauen sollst, bist du selbst. Dir selbst sollst du vertrauen. Dir und deiner Seinskraft. Du sollst dich wirklich in dir selbst wohlfühlen. Dein Umfeld sollst du dir so schaffen, dass du dich wohlfühlst und in Harmonie leben kannst. Und das ist nicht unbedingt an viel Geld oder sonst was gebunden, sondern es ist einfach daran gebunden, dass du erkennst, wie du selbst leben und dich ausdrücken möchtest, indem du die Verantwortung für dich selbst und deinen Lebensausdruck übernimmst. Die Wahrheit ist in dir und sie ist nur in dir und nicht außerhalb von dir zu finden. Das haben wir verlernt. Bei uns hineinzuschauen, uns selbst zuzuschauen, müssen wir wieder lernen. Aber wir können es lernen und es ist einfach. Ich muss mir nur ein bisschen Muße nehmen und den Tag darauf einrichten, dass ich immer wieder mich überprüfe und mir zuschaue und dann mir auch die Freude gönne. Das hat man uns auch aberzogen. Man darf ja nirgendwo mehr lachen, man darf ja fast mehr Freude empfinden. Und nur wenn also viele Dinge, ich möchte sagen, ob es obszön ist oder ob es übergriffig ist in den Darstellungen, dann dürfen wir lachen und nicht. Das zieht uns herunter. Das brauchen wir nicht. Wir sollen einfach Freude und Spaß haben an unserem Leben. Wir sollen uns auch Spaß kreieren. Und wenn ich noch an früher denke, als ich vor über 30 Jahren nach Italien kam, da gab es also nicht Musik in den Bars und so, das war damals nicht. Aber es gab immer irgendwo jemand, der dann sang. Heute singt keiner mehr. Es ist überall das Radio an und manchmal ein bisschen zu laut und überall die Musik. Aber man hört niemand mehr, der einfach in der Bar singt. Und das fand ich früher wunderschön. Einfach, dass einfach jemand aufstand und auf einmal Sole Mio oder was weiß ich da gesungen hat. Und es gab wunderschöne Stimmen, die damals den Raum füllten. Und jetzt ist nur noch das da. Und wenn jetzt Touristenzeit ist, dann ist natürlich so, da wird gespielt und da wird gespielt und da wird gespielt und da, man kann sich nicht mehr unterhalten, fast wie in einer Diskothek. Denn ich denke, auch eine Diskothek ist der Raum, wo du hingehen solltest, wenn du mit jemandem nicht reden willst. Wenn du nicht mehr kommunizieren willst. Das ist auch etwas, was man uns immer mehr nimmt. Man versucht uns, die Einheit zu nehmen, das Miteinander zu nehmen und das Miteinander auszutauschen. Aber es geht hier um Liebe zu uns selbst. Und die Liebe wirklich für uns selbst zu entdecken, das heißt die Wertigkeit, die man sich selbst gibt, den Respekt, den man sich selbst gibt. Und vor allen Dingen sollte man immer daran denken, wenn ich hierher gekommen bin in dieses Sein, dann macht es nur Sinn, dass ich hier bin, um etwas auszudrücken, was ich ganz speziell nur habe. Meine Spezialität. Und die ist nicht daran gebunden, an groß, an klein, an viel, an wenig oder so. Einfach, indem ich das bin, was ich bin. Indem ich das anerkenne, indem ich das mit meinen Freunden teile, indem ich mir Spaß mache, indem ich mir Spaß gönne, indem mir meine Arbeit Spaß macht, mein Selbstausdruck, indem ich Freude daran habe, einfach auch Befriedigung daran habe, indem ich zum Beispiel meine Kunden mache und gerne mache, indem ich einfach feststelle, es ist immer in dem Augenblick ein Geben und ein Nehmen. Es ist nie einseitig. Es ist immer etwas, was wieder zurückkommt. Etwas, was dir gut tut und was dich und deine Seinskraft wärmt
und nährt. Und das ist es. Wir müssen lernen, uns wieder das zu geben, was uns nährt und was uns die Kraft gibt, auch wieder morgen weitermachen zu können. Jeden Tag aufs Neue uns wieder der Aufgabe stellen, dem selbst sich stellen und der eigenen Seinskraft. Und zwar in der Übernahme der eigenen Autorität für sich und sein Lebensfeld. Niemand kann dich glücklich machen, nur du selbst. Nicht dein Partner, nicht der Mann, nicht die Frau und nicht der Sex, auf den natürlich jetzt sehr viel Wert gelegt wird. Lug und Trug ist das. Das gehört in unsere Lug- und Truggesellschaft, die uns wie Gefangene hält. Die Wahrheit ist, du musst wissen, was dich glücklich macht. Du musst wissen und solltest wissen, was dich erfüllt. Aber nicht erwarten, dass der Mann das tut oder dass die Frau das tut und damit du glücklich bist. Du bist nie glücklich, wenn du dir selbst nicht das gibst, was du brauchst. Und nur du weißt, was dich glücklich macht und zufrieden ist. Nur du. Und wenn ein Paar in den eigenen Part lebt und der auch den eigenen Part lebt, dann ist es eine Einheit, weil es dann eine Einheit ergibt. Und dann kann auch anderes dazukommen, um dann zum Beispiel wieder eine Gemeinschaft zu bilden. Aber eine gute Gemeinschaft besteht einfach daraus, dass man mit vielen zusammen sind, die immer die Selbstverantwortung für sich und den Lebensausdruck übernommen haben. Und so ist es in der engen Partnerschaft, auch in der Gemeinschaft mit der Arbeit. Nicht, dass der eine alles machen muss und der andere, dass jeder seinen Part lebt, jeder seinen Selbstausdruck. Und indem jeder in diesem Selbstausdruck und diesem Part aufgeht, weil er sich erfahren hat, weil er sich wirklich glücklich dabei fühlt, genährt fühlt, ist es einfach so, dass es dann und damit auch eine Erfüllung in der Gemeinsamkeit gibt. Und dieses im Kleinen verändert die Welt. Und das ist auch das Prinzip für das Große und Ganze, wenn wir in eine Veränderung gehen wollen. Denkt immer daran, wir werden missbraucht von denen, die hier herrschen. Es sind nur wenige, die hier herrschen, aber sie brauchen uns in unserer Seinskraft, in unserem Selbstausdruck, in unserer Art, die Schöpferkraft leben und auszudrücken. Sie benutzen sie für sich und ihre Zwecke. Und das können sie nur, weil wir eigentlich gut sind. Und weil wir benutzt werden, weil wir in die Irre geführt werden und weil wir einfach missbraucht werden. Die Art zu denken, die Art zu beurteilen und zu verurteilen, das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das hat man missbraucht. Und das ist das, weswegen man all das andere realisieren kann, was nicht zu uns gehört und was uns nicht gut tut. Und niemand, das kann ich Ihnen garantieren, wird dir ganz genau sagen, was dir gut tut. Das kannst du nur selbst erfahren, indem du dich beobachtest und indem du dir die Aufmerksamkeit im Lebensalltag gibst, indem du dich selbst erfüllst. Und das ist eigentlich der Wendepunkt in jedem Leben und die Selbsterfüllung überhaupt. Und dann kommt Harmonie auf in der Art und Weise, in deinem Selbstausdruck. Dann erst bist du in deiner Seinskraft gefestigt und vor allen Dingen wirst du stabil und bist nicht mehr das Blättlein im Wind, was er hin und her pusten kann. Ganz einfach, weil du dich fühlst, du fühlst die anderen und du fühlst vor allen Dingen das, was hier in diesem Sein missbraucht werden soll von dir. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Du wirst hier gebraucht. Wir brauchen ja jetzt nicht aufzählen, wofür sie dich alle gebrauchen, aber sie brauchen dich dazu. Und wenn ich nur einfach, sagen wir mal, denken wir mal an eine Organspende jetzt. Ich finde, das ist auch so ein Missbrauch. Sollen wir unsere Organe spenden? Und wenn man sich mal überlegt, was ein Krankenhaus oder so ein Institut eigentlich damit verdient, dann ist diese Spende
gibt es mal zwischen 200.000 und 400.000, so ungefähr, wenn die ganzen Organe gehen, habe ich mir sagen lassen und finde, ja, das ist doch ganz schön doll, ne? Aber man redet nur immer um Spende, um dies und das. Das ist auch irreführend, weil im Grunde genommen ist man längst so weit, dass man Organe wachsen lassen kann, dass man Gliedmaßen wachsen lassen kann und so weiter. Wir werden einfach veralbert. Ich habe mal den einen Satz gelesen, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber der ist wirklich drin geblieben. Warum gibt es das nicht hier auf der Erde oder warum lässt man nicht das in der Medizin zu, dass die Leute behandelt werden, wenn die Gliedmaßen verlieren? Und da wurde darunter geschrieben, genau aus demselben Grunde, indem man die Lebensmittel vergiftet. Und das ist doch eindeutig der Satz, oder? Aber es ist einfach so, dass das möglich ist. Es ist nichts Zukunftsweisendes, es ist nichts Abartiges, es ist schon präsent, nur nicht für uns zugänglich, für die Allgemeinheit nicht, weil sie andersartig mit uns vorgehen. Und dieses andersartig mit uns vorgehen heißt, dass sie uns weiter niedrig halten, in der Minderwertigkeit halten wollen und vor allen Dingen im unbewussten Zustand. Aber ich bin der Meinung, dass wir wirklich an diesem Punkt angekommen sind, wo wir uns selbst das geben müssen, was wir sind, und indem wir das anerkennen müssen, was wir sind, und indem wir uns die Selbstliebe im wahrsten Sinn des Wortes gönnen sollen. Und das hat nichts damit zu tun. Wenn ich in der Liebe mit mir bin, bin ich nicht in der Arroganz, bin nicht in der Überheblichkeit, bin nicht dabei, Macht zu missbrauchen über jemand anderen, sondern dann bin ich einfach. Und dann habe ich diese ganzen Dinge überhaupt nicht nötig. Warum? Weil ich mich erfasst habe. Und in dem Augenblick habe ich Respekt vor mir, vor den anderen, vor all den Wesen, die hier in diesem Sein sind. Und ich kann ein Miteinander leben und ein harmonisches Sein. Wir brauchen uns und wir müssen uns allen wirklich den Raum geben, der uns oder der zu uns gehört. Das ist wichtig. Aber nur die Einheit wird. Das benutzt man bereits im umgekehrten Sinn. Wir sollten langsam bereit sein, dieses auch für uns zu nutzen. Für uns erstmal im Kleinen. Und wir sollten wissen, dass man uns 24 Stunden am Tag manipuliert. 24 Stunden, das 365 Tage im Jahr. Und dass es vielleicht, wenn wir 5 Minuten mal am Tag dran denken, recht wenig ist, gemessen an dem, was man mit uns macht. Aber deswegen müssen wir auch ganz konstant sein mit uns und immer ganz bewusst mit uns gehen und uns versuchen zu beobachten und daran zu glauben, dass nur wir in der Kraft sind, wenn wir uns vertrauen und unseren eigenen Kräften und Sensoren Vertrauen schenken. Und das heißt, ich muss mich in die richtige, ich muss in der Reinheit und in der Wahrheit meines Selbstes aktiv sein und mir bewusst sein, dass ich in der Einzigartigkeit meines schöpferischen Daseins hier in diesem Sein bin. Und wir haben viele Sachen kreiert, viele Sachen geschafft, aber nicht unbedingt positiv für uns, denn wir haben das andere unterstützt, indem wir glaubten, dass die, die das manifestiert haben, auch wissen, was sie tun. Sie wissen, was sie tun, aber sie sagen es ja nicht und benutzen das alles im umgekehrten Sinn. Und in dem Sinn kann ich nur sagen, schaut euch zu, schaut euch an, lebt euch, liebt euch, zeigt Freude in eurem Leben, vor allen Dingen habt die Passion für euren Lebensauftrag, für euren Lebensausdruck. Passion finde ich einen wunderbaren Ausdruck, weil es ist so viel Hingabe drin, in dem, was ich nicht so im Deutschen ganz genau hinsetze, Hingebung, würde ich sagen, an die Arbeit, ne?
oder an den Lebensausdruck wäre dann ungefähr geeignet, um dieses Wort ersetzen zu können. Und ich kann nur jedem von Ihnen wünschen, dass Sie das, was Sie selbst sind, wirklich in den Vordergrund bringen. Und wenn wir das alle tun, dann wird es eine neue Welt geben, ein neues Sein, ein erhobenes Sein, ein reiches Miteinander und reichhaltig Fülle, das nicht nur an Geldbeutel gebunden, sondern an all die Dinge, die uns fehlen. Sie sind nahrhaft, sie unterstützen uns, sie kreieren Gesundheit und vor allen Dingen eine ganz neue Welt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gutes Eintauchen in Ihr eigenes Sein. Ja. Danke, Jutta Belle. Erstmal lieben Dank für deinen Vortrag. Mich hat es sehr angeregt. Ne? Hier kam eine Frage ganz kurz rein. Wer bestimmt denn überhaupt die Norm? Wer tut das überhaupt? Eigentlich tue ich es ja für mich. Aber haben wir das erkannt? Vielleicht hier schon. Aber wo ist die hypnotisierte Masse? Ja. Ne? Und ich bin ja aus der Psychiatrie als Pfleger. Und man hat ja schon damals gelernt, die Psychiatrie lebt draußen. Wir haben so viele Fachleute. Warum haben wir nicht die Ernsthaftigkeit, das auch mal umzusetzen? Die Lösung ist ja eigentlich gar nicht weit weg. Aber das ist mir so durch den Kopf gegangen. Ja. Danke dir auf jeden Fall. Bitte. Danke. Ich würde ganz gerne noch einen Witz dran anhängen. Wie viele Fachleute braucht es? Ach, das war... Wie viele Psychoanalytiker braucht man, um eine Glühbirne einzubringen? Die Glühbirne muss es wirklich haben. Okay, super. Ganz lieben Dank. Okay, danke. Noch jemand was zu Jutta? Oder? Gut, Jutta. Dankeschön, dass du hier bist bei uns hier heute im Teil des Zauberpark. Hast ja auch eine lange Anreise gehabt. Und, ja. Und ja, du hast uns einen wunderbaren Vortrag gegeben, so denke ich. Und ja, wünschen wir dir hier eine schöne Zeit hier im Heiligen Zauberpark. Ja? Danke. Alles Liebe. Danke. So, liebe Zuhörer, der Franz Reutinger sitzt auch schon hier als nächster Redner. Ein Lied, zwei Lieder lassen wir einspielen und dann hören wir den Franz Reutinger. Wissen, Gesundheit, Gesundheit, Wissen ist sein Thema. Und er war bei Okie Talk und ich muss wirklich sagen, Respekto, was er da uns mitgeteilt hat. Also, ja, ich war nur noch baff. Also mich hat es wirklich total überzeugt. Die Argumente, sein Wissen, wie er es erzählt, kommt so gut rüber. Also, aber das wird er jetzt uns selber erzählen. Franz, möchtest du dieses Mikrofon haben oder möchtest du ein Kragenmikrofon haben? Ja, nehmen wir ein Kragenmikrofon. Also machen wir ein Lied und spielen wir ein. Dankeschön, danke, dass ihr hier seid. So, wir machen nochmal eine Ankündigung auf unten, denke ich nochmal, für den Heiligen Zauberpark, dass man weiß, dass der Franz bei uns ist. So, ja, jetzt gibt es einen Musiksong. Und bis gleich. Die Frau. Ich habe es extra hergeholt, warum? Weil sie so krank ist. Und ich habe bei sich gesagt, Franz, ich verkabel dich. Gut. Jutta, ich hoffe, wir sehen uns gleich nochmal irgendwie. Das Podium ist ja auch da, du kannst auch mit dabei sein, weil das Podium ist ja für alle Referenten.